Nein. Warten, die Position gebe ich nicht her. Opfert sich Maldonado hier für eine Top-Platzierung für mich. Grosjean, lass mir bitte irgendwo Platz. Jawohl, das hat gepasst. Nein, nicht schon wieder. Ja. Ich hasse diese letzte Kurve. Wieder drei können echt ein Benzinproblem, ja. Und hält mir den ganzen Verkehr hinter mir auch noch auf. Das ist dann richtig gut. Ja, ich möchte mich ja nicht darüber beschweren, weil ich verbremse mich in der letzten Kurve einfach zu gerne. Ey, nicht schon wieder verbremsen. Doch. Mit diesem Boxenstopp, der prima laufen muss. Keine Fehler bitte und los. Jawohl, 3,4, super Stopp. Oh oh, muss jetzt in der nächsten Runde aufpassen mit dem Verwahren hier. Avira wählen und gewinnen. So eine Schwachsinnswerbung kann ich da unten jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Weil ich sehe meine Kerzanzeige nicht mehr. Alter, das gibt es nicht, wie oft ich mich in dieser scheiß Kurve hier verbremse. Gleich die Mauer geküsst. Schön für Master, da zeigt er mal wieder seine neue alte Stärke. Neue alte Stärke, so. Oh! Wie oft willst du mir das eigentlich noch erzählen? Oh, Mauerkontakt. Aber nichts passiert. Fahrfehler, jetzt häuft sich das bei mir wieder. Jetzt geht die Nerv noch mit mir durch. Das kann ja nicht sein, dass ich mich jetzt verbremse, oder? In dieser entscheidenden Phase hier. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Gib das mal an Charlie Whiting weiter, der soll mal schon blaue Flaggen rauszeigen lassen. Das wäre jetzt mein Team, das wäre jetzt mein Funkspruch ans Team, ja? Ihr wisst, was jeder Verbremse heißt. Jeder kleinste Fehler wird jetzt übelst bestraft. Und er kommt. Und er kommt. Nein. Er kommt nicht vorbei. Ne, egal, ist noch zu hohl zum Überholen. Oh, letzte Kurve. Da wird's entschieden. Sick. Oh, und ein Boah, ey, ich hätte echt fast so in der letzten Kurve weggeschmissen. Muss ich auch noch Kampflinie fahren. Maldonado hat sich geopfert für den Sieg. Wenn der nicht reingefahren wäre, ich will nicht wissen, wo ich am Ende gelandet wäre durch die Safety. Ohne die Safety Car. Diesen fantastischen Sieg sage ich einfach nur bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Formel. Scheiß Husten hier noch einmal. Großbritannien ist schon mal nicht meine Rennstrecke. Es sieht sehr düster aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Geschmack ist zu düster. Okay, da bleiben schon mal die Räder stehen. Jetzt kommen wir zum schnellen Abschnitt hier. Ah, bremst er mich da auch schon so früh ein? Och, Petrov. Ja. Die Verwarnung nehme ich gerne auf mich. Auto noch abgefangen. Aber die Runde ist natürlich dann auch hinüber. Ah. Ja, das war's schon. Zum Glück ist hier viel Auslaufzone.
nicht, dann haben wir Pech gehabt. Gut Deutsch gesagt. Ich glaube, jetzt herrschen Parkfahrmeh-Regeln, also das muss man diesen Setup auch fahren. Also das Pokerspiel ist schon mal nicht aufgegangen. Kaputten Frontflügel kann ich mir jetzt gar nicht erlauben. So, ja, gut, die Zeit reicht. Maldonado ist... Wow, Alonso, Vierter. Du bist zu langsam. Da fehlt noch einige. Du musst unbedingt bessere Zeiten fahren. Jetzt regnet es hier echt, oder was? Ich glaub's echt nicht, ey. Tolle Wettervorhersage. Tolle Sonne. Toller Sonnenschein. Also, der Wetterbericht kannst du hier in die Tonne kloppen. Oh, oh. Der Reifen sollte gleich sauber sein. Was mache ich denn jetzt für einen Fahrfehler hier? Alter, wer hat denn hier auch Regen angekündigt? Noch, ja gut, das kann ich wegschmeißen jetzt hier. Das geht 0% Sonnenschein. Dichte Wolken von dichte Wolken. Es geht da nix. Hauptzeit durchlaufen lassen. Meine Gebete wurden schon mal erhört. Erhört, ja, schweres Deutsch heute. Und ich gehe meiner Ansicht nach ein bisschen schief da drin, aber ist mir egal. Die KI ist immer noch auf Legende. Ja, komm, fahr wieder dran vorbei. War ich wohl außerhalb der Rennstrecke. Weit draußen. Oh, oh, das könnte eine Strafe geben. Ich wusste es. Ich wusste es. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. In dieser Kurve. Was muss ich clever reinschicken, ey? Nämlich so. So, noch ein Bein vorbei. So weit ist doch eigentlich vor. Nur warum ich es nicht gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Natürlich ist die Verbindung mal wieder unterbrochen. Ich wundere es eigentlich mittlerweile nicht mehr. Ich fahre an allen dran vorbei. Auch an meinem Teamkollegen und an Vettel. Jawohl. Das hat gepasst, das hat echt gepasst. Oh, 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 fast das Auto weggeschmissen. Schumacher, ne, ist Rosberg. Alter. So. Na, kann sich noch wehren? Nein, ist mich vorbei. Uff. Und er gibt doch nach. Ha, ich bin hart da, ich bin hart hier. Also ich fahre auch hier zu zweit durch. Kannst du mir mal sagen, in welchem Benzin-Modus der hinter mir fährt? Das wäre echt eine super Hilfe, Herr Renningenieur. Die ich schon längst erschossen hätte. Aber ich muss auf trockener Strecke echt alles aus diesem Wagen rausquetschen. So, hinter mir ist wieder was passiert. Da fehlt nämlich wieder einer. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Okay, danke für den Tipp. Wenn ich mal die Nachricht, die ich haben wollte. Das wird eigentlich hier noch. Ah. Herzlich willkommen bei den Überrundungen. Da muss er sich hinter mir einsortieren. Das heißt, ja, Grosjean verliert Zeit. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen eigentlich. Naja. Was ich allerdings bezweifle. Scheiß, neue Updates sind verfügbar. Ignorieren, ignorieren, Windows, ignoriere es bitte. Oh, da fehlt dir nicht viel für das Kiesbett. Dann hätte ich gegen Grosjean keine Chance gehabt. Ist ja wie Deutschland, danach 60 Minuten. Ach, das Spiel ist vorbei. Wir führen 4-0, ja. Wir kriegen noch die 4-4 rein. Oh, das war ja echt. Das war ja echt schon ein Spiel. Oh Gott, das war richtig peinlich. Oh, er traut sich's. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil die Kurve leitet eigentlich nicht ein, nebeneinander herzufahren. Ich habe jetzt ein Problem. Nein, Fraps, nein! Ja, komm! Ja, komm! Boah, installiert ihr die scheiß Updates oder was? Ja, hab ich wieder? Nein! Fährt weit. Ja, Pastor, ist klar. Weltklasse, Pastor.
Ganz ehrlich, Weltklasse. Der Schnitzel geht hinter mir an. Alter, Fraps jetzt. So, was heißt das jetzt für mich? Dass Fraps schon mal mitspielen muss wieder. Boah. So, jetzt ist mein ganzer Spielfluss im Eimer. Komplett. Boah. 16, 17 Runden verwackeltes Bild. Oh Gott, wie soll das gut gehen? Das kann eigentlich nicht gut gehen. Alter, beim Einlenken habe ich diese Fraps. Oh. Alter. Verdammt, den Werber kriege ich nicht mehr, ey. Ach. Ja, Fraps, du bist da auch mit Schuld. So ein blöder Trojaner meint sich immer irgendwann einzuarbeiten. Na gut, den werde ich dann entfernen lassen. Und der sorgt dafür, dass mein Rechner komplett in den Eimer, komplett in den Keller geht. Das ist der Grund. Den habe ich jetzt einfach mal beendet. Trojaner. Weil der verlässt diesen Laptop so schnell, wie er gekommen ist. Mal, jetzt bremst er mich das Spiel auch noch ein oder was? Alter, ich kann mir gar nicht mehr klar jetzt. Meine Güte, nochmal. Ey, es funktioniert Fraps nicht, es funktioniert Fett nicht mehr, funktioniert überhaupt noch was? Du lässt mich nicht umstellen. Boah, wie gemein. Alter, für die erste Kurve brauche ich gar nicht mehr abbremsen, ja? Die kann man schon fast voll nehmen. Alter, wie unrealistisch ist das denn? Nein! Nein! Oh, ich will diesen Platz haben, ey. So, was fehlt eigentlich noch bei diesem Spiel? Genau, ein Reifenplatzer. Ein Reifenplatzer. Codebusters, ich trau euch alles zu. Auch noch ein Reifenplatzer. So, ich hoffe, dass ich bei der dritten, ich nehme jetzt schon zum dritten Mal diese Kacke auf, ja. Irgendwas ist immer dazwischen gekommen bei den vorderen Aufnahmen. Meine Laune ist dementsprechend auch schon richtig in den Keller, ja? Kalte Reifen. So schnell sieht alles andere aus. Nur nicht diese Opferfahrt hier von mir. Okay, das war ein Verbremser jetzt. Also sechster Gang ist zu schnell.